Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest hier am Strand. Ha, es ist doch so schön hier. Es ist so schön hier. Also vor allem der Blick da vorne. Unsere Hütte. Die Wände stehen. Letzte Folge habe ich ja ein bisschen mit musikalischer Begleitung der Tracks des Spiels sozusagen, habe ich hier ein bisschen die Wände hochgezogen. Und die Treppe nach oben in den ersten Stock. Demnächst folgt ja noch hier der eine oder andere Boden. Gut, das hier mit dem Licht, das war, ja, da muss ich mal ein bisschen später gucken, da ich das neu verkabele. Ja, muss ich wahrscheinlich schauen, da ich dann die Drähte hier so durchziehe und dann irgendwie, wenn die ganzen Wände hier innen drin auch komplett hochgezogen sind. Aber sind sie ja eigentlich auch, ne? Eigentlich könnte ich jetzt hier theoretisch schon. Wenn ich jetzt den Draht in die Hand nehme, dann hat er das jetzt noch da gezogen. Der macht auch das. Okay, hier kann ich jetzt noch eine weitere Glühbirne hinhängen. Genau, weil vorher war nämlich die Glühbirne ist ja echt leicht verdeckt. Ist nicht ganz so ideal, aber hier, das müsste funktionieren. Wenn ich jetzt hier so eine wunderbare Glühbirne hinhänge, dann ist der Lagerraum auch der Lichtquelle versehen. Hier in den beiden, hier sollen ja die NPCs wohnen. Hier wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich, wenn ich habe hier einmal. Ja, ich glaube, es wird schwieriger, weil es ein kleiner Raum ist. Hier würde gehen, aber da kommt ja hier kommt eine Wand zwischen. Am Bett jeweils für Virginia und für Calvin. Ja gut, nur was mache ich hier ein Fenster rein, dann die brauchen auch nicht unbedingt eine Glühbirne. Aber hier so würde es wieder funktionieren. Das würde wieder funktionieren. Ja, wir kriegen das hin. Aber ich glaube, Verdrahtung und Licht sind so Dinge, das kann man später am Schluss machen, wenn man hier das Haus so ziemlich fertig hat. Da kümmern wir uns noch später drum. Ja, mir gefällt das Haus wirklich jetzt schon sehr, sehr gut. Die Wände stehen. Die erste Etage kommt demnächst dann auch noch. Erstmal machen wir die wunderbaren Böden rein. Und dann machen wir hier noch die erste Etage. Und dann kommt auch noch ein Dach drauf. Da würde ich sagen, ich habe mir so gedacht, vielleicht, ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht mit Baumstämmen so ein Schräge, ne? So ein Schrägdach vielleicht. Versuche ich mich vielleicht mal rein zu wursteln. Ich habe da so einige Ideen schon gesehen auf YouTube. Vielleicht klappt das ja hier bei dem Haus auch ganz gut. Mit meinem Talent natürlich. Immer vorausgesetzt, dass es ja funktioniert. Ja, ansonsten, dieser Standort hier gefällt mir sehr, sehr gut. Aktuell sollte dieser Standort sehr sicher sein. Die Gegner kommen nicht hier ins Wasser, noch nicht ins Wasser. Ob das irgendwann passieren wird, weiß ich nicht. Naja, aber erst einmal würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Es kann sein, dass immer wieder so weitere Folgen kommen mit Musik. Es wird sich jetzt noch rausstellen, ob ich das ein oder andere Lied rausschneiden musste oder stumm schalten musste. Aus rechtlichen Gründen. Das werde ich dann mal entscheiden, wenn das Video, das letzte Video jetzt online war und ob da irgendwelche Claims kommen oder kamen. Dann werde ich das ein oder andere Lied dann da rausnehmen aus der Playlist. Und ja, aber die Songs, die gehören zum Spiel und die passen auch ganz gut. Die klangen echt gut. Ich bin gespannt. Also nicht wundern, wenn in der letzten Folge ein paar stumme Phasen sein könnten, dabei sein könnten, waren. Dann war das so, dass ich da einiges stumm schalten musste aus rechtlichen Gründen. Aber wenn ich nicht selber reden möchte, dann kann man auch Musik schalten, ne? Das ist von so einer Folge, wo man hier komplett nur den Baumodus nutzt, eigentlich auch mal ganz praktisch, entspannend. Man hört nur Musik, guckt einfach nur zu, schläft dabei ein. Eigentlich das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Aber jetzt habe ich meine Stimme wieder aktiviert und ich würde vorschlagen, wir gehen mal direkt. Ich glaube, wir wollten uns ja nochmal dem Bossgegner annähern. Da habe ich ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, aber irgendwann müssen wir ja da rein. Wir brauchen ja noch die Virginia Keykarte. Eigentlich müssen wir es hinkriegen. Eigentlich müssen wir es hinkriegen. So, wie man sehen kann, habe ich hier auch schon eine Salbe angespannt, um da drüben dann auch Calvin die ganzen Bäume abholzen zu lassen. Ich musste leider hier eine weitere Seilbahn in den Baum, weil es zu lang war. Jetzt düsen die Baumstämme natürlich alle hier ins Wasser.
Aber sollte funktionieren, denn man kann hier noch relativ gut weit reinlaufen. Erst ab hier schwimmt man, glaube ich, warte. Ab hier schwimmt man erst. Das sollte eigentlich vom Platz her genügen, dass man hier das so einfach so aufnehmen kann, ohne schwimmen zu müssen. Also passt das ganz gut. Ich wollte den Baumstamm hier ins Wasser setzen, weil die Kollegen gehen halt selten ins Wasser. Nur wenn man sie ärgert. Der Baumstamm da oben ist ein bisschen gefährlich. Also, der da. Da können sie vielleicht dran rum sägen. Aber wir lassen es einfach so stehen. Wir lassen Kelvin bei Bedarf hier mal alles abholzen. Eigentlich kann ich das jetzt schon mal machen. Bevor ich jetzt losgehe, kann ich den Kelvin mal kurz einen Befehl geben. Kommt der gerade? Ist der gerade unterwegs oder? Ich glaube, er sucht sich gerade einen Weg zu mir. Ich habe ja gesagt, folge mir. Warte mal. So. Dann geben wir dem mal den Befehl. Solange wir weg sind, einfach mal Behälter füllen. Für die nächste Baufolge. Da haben wir schon mal ein bisschen Holz. Der ist da vorne. Okay. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Von hier aus kann man wunderbar rübergleiten. Das ist auch eine coole Idee. Coole Abkürzung zu unserer schönen, bescheidenen Hütte. So, wo ist er? Der ist gerade da vorne. Ich habe das Gefühl, dass die Bäume da vorne von ihm nicht mehr, ja, nicht mehr abgeholzt werden können, weil der Radius wohl scheinbar zu groß ist. Wobei ich verstehe es nicht, weil, ja, ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Wir probieren es trotzdem nochmal. So, mein Freund, folge mir. Ich habe vor, mal kurz abzuhauen. Kannst du da hinten anfangen? Komm, immer dahin. Die reichen ja auch erst einmal. Dann gehen wir mal in den Essensbereich. Mal sehen, ob die das schon gedeckt haben für uns. In den Dining Room, wo die oberen und die Chefetage gespeist haben. Da soll der jetzt ein neuer Boss sein. Der auch nicht ohne sein soll. Ich glaube, der wird wieder ordentlich Munition fressen. Ich bin gespannt, wie oft ich ja, speichern muss und wie oft ich sterben werde. Es könnte einiges eine Male sein. Vor allem, wenn der Boss sich schnell bewegt. Aber egal, wir kriegen es schon hin. Wir haben über 100 Schuss, glaube ich, für die Schrot mittlerweile wieder, ne? 102, 66, Betäubungs 11, Pistole 231. Da haben wir hier noch Mollys und Granaten habe ich mittlerweile auch wieder 10 Stück. Die Zeitbomben. Ja, also allein für die Schrot. Also wir haben eigentlich, glaube ich, genug, um den Bossgegner ordentlich eins überzubraten. Ich denke mal, wir mit ein bisschen Glück können wir es hinkriegen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht ein paar Rüstungsteile verlieren. Das kann natürlich alles sein. Aber naja, Hauptsache unsere Rüstungsfiguren am Haus sind komplett. Wahrscheinlich werden wir jetzt da gleich auch nochmal einige Mutanten treffen in der Bude. Wir waren ja nur einmal kurz drin und haben den die Armbrust geholt. Und da habe ich ja schon gesehen, dass da ja schon. Also, das habe ich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre jetzt ein Ureinwohner gewesen. Virginia, meine Güte. Holla die Waldfee. So, Behälter füllen. Bitteschön. Deine selbst angelegten Behälter für die Stämme darfst du jetzt füllen. Und wir gehen los. Und zwar in. Mach ruhig weiter. Der geht direkt ans Werk. Ich bin da ganz irritiert, dass er so schnell arbeitet, dass er so schnell reagiert. Kenne ich ja gar nicht von meinem Personal. Ach, guck an. Lass Kevin in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Da ist Virginia in der Nähe. Die fackelt nicht lang. Die fragt nicht lange, was. Ja. Ich glaube, sie verfolgt uns gerade, ne? Ich glaube, sie kommt gerade mit uns. Oder bleibt sie bei Kevin? Würde mir besser gefallen, wenn die den guten Kälbe verteidigen würde. Ich bin gespannt. Das nächste Update kommt ja am Donnerstag raus. Ich bin gespannt, was da wieder Neues kommt. Vielleicht darf dann auch Kälbe eine Waffe tragen. Wäre auch sehr nice. Frage mich überhaupt. Wir sind ja abgestürzt auf der Insel. Wir sind nicht unbedingt sonderlich gut mit Waffen versehen gewesen, oder? Oder waren die alle im Helikopter, der abgestürzt war? Kann natürlich auch sein. Aber wir hatten nur unseren Notfallpack mit der Axt. Und
Sonst keine Handfeuerwaffe an der Hose. Wir waren nicht gerade gut vorbereitet. Normalerweise tragen so eine Einsatzkräfte auch eine Pistole am Körper. Und wir mussten aber erst eine finden. Also das fand ich schon ein bisschen. Aber vielleicht waren die alle noch im Hubschrauber verstaut, bevor der abgestürzt ist. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, als wir hier mit dem Speicher abgestürzt sind, sind wir, glaube ich, ins Wasser gestürzt. Oder war das oben in den Bergen? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es ja drei Absturzmöglichkeiten. Einmal in den Bergen, einmal im Baume und einmal ins Wasser. Ich weiß noch gar nicht genau, welche mir davon am besten gefällt. Die haben alle irgendwie was. Der da oben im Baum hängt, da ist man direkt ganz nah dran an der Höhle mit dem Drucker. Also die hat es auch irgendwie nicht gerade, ja, die ist auch nicht gerade langweilig. Ansonsten in den Bergen, da ist man in der Nähe von dem Dosenöffner. Wenn man am Wasser abstürzt, da hat man gleich eine Höhle vor sich, wo man dann direkt die Betäubungspistole und das Tauchgerät finden kann, wenn man da schon direkt am Anfang reingehen will. Man kann aber die Höhlen, vor allem wenn man Custom und Leicht spielt, auch gut durchrennen. Wobei die letzte Höhle ein bisschen, da stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor. Wenn man einmal weiß, wie die Höhle so grundsätzlich aussieht, dann kann ich mir vorstellen, dann geht das auch. Dann weiß man, okay, man kann so, man muss so und so gehen und so, ne? Wenn man die Höhlen nicht kennt, da ist das Durchrennen schwierig. Auf jeden Fall muss man immer in Bewegung bleiben. Das ist das Wichtigste. Immer in Bewegung bleiben. Den Mutanten keine Chance geben. Immer rennen, rennen, rennen. Und mit der Schrot hat man auf jeden Fall sehr gute Karten, überall durchzukommen. Und ich hoffe auch gleich, dass der Bossgegner mit der Schrot kein großes Problem da sein bieten wird. So. Ja, Fledermäuse. So, okay, wir gehen mal runter. Dann gucken wir mal. Wir sind nur hier drin gewesen auf dem Speicher, um uns die Armbrust zu holen. Die war relativ am Anfang des Bereichs, den wir mit der Keycard geöffnet haben. Rahmennudeln. Für das Rahmenprogramm. Die sind immer noch komplett voll. Immer noch komplett voll mit allem möglichen Kram. Um Lampe an. Die Tür ist noch auf. Deshalb findet man hier auch die Armbrust. Also die Armbrustbolzen, weil man auch die Armbrust hier findet, da in dem anderen Bereich. Deswegen findet man hier auch die Bolzen dafür. Das ist also quasi der Bunker der Armbrust. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Also einen komischen Finger-Penis-Typ habe ich schon gesehen damals. Der müsste hier noch irgendwo rum scharwenzeln. Was für Komplexe, ne? Was für krasse Komplexe hier. Wie die das alles gebaut haben, ey. Ah. Den hab ich jetzt gerade echt zu spät gesehen. Oh, die Taschenlampe, die da vorne dran ist, auch schön. Schön hell. Moin. Moin, Karl Gustav. Die hat so einen geilen Bums. Wenn man da ein bisschen Geduld hat mit dem Schießen, dann kann man die echt mit einem Schuss weglatzen. Der Vorteil ist, wir kriegen direkt eine neue Rüstung, ohne dass er die wegschmeißt. Wenn die direkt anziehen. Wir haben ja die Rüstung jetzt schon aufgesetzt. Auf die Rüstung. Auf den Ständer meine ich. Also haben wir jetzt hier die Möglichkeit, neue Rüstungsteile zu bekommen. Ich dachte, das wären Babys, ne? Pflanzendinger. Erinnert mich total irgendwie an das Institut von Fallout 4 hier, ne? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wieder hier an das Anbauen hier. Taschenlampe ist auch nicht gerade sehr toll hier an der Waffe, aber besser als nichts.
Aber immerhin eine Hand frei, um die Waffen besser zu halten. Okay, weiter geht's. Ah, nasse Füße. Wir müssen schwimmen. Das heißt, wir können nicht schießen, wir müssen nur schwimmen. Ist dunkel hier, Alter. Mal kurz ein bisschen die Rolle hinunter bei mir hier. Nicht, dass es. Sorry für das Geräusch gerade, aber ich muss da mal ein bisschen. Genau, sonst sehe ich nämlich echt kaum was. Irgendeiner hat den Wasser anlaufen lassen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wer es war. Vielleicht Virginia, bevor sie verschwunden ist. Notausgang, okay. Schwimmende Mutanten wäre auch nicht schlecht, wenn die nur einführen würden, hier irgendwie. Auch nicht schlecht. Elektrizität und dann Wasser. Das wäre auch, das wird noch fehlen. Elektrisiertes Wasser. Schon sehr cool Design, ne? Also die Map-Designer, die verdienen echt absolut großes Lob. Richtig cool gemacht. So, da hinten kommen wir erst hin, wenn wir hier waren. Der Control Room mit dem Vorfall aufgezeichnet, das was passierte. Das was damals passierte. Da ist unsere Chefin und unser Chef hier vorne wahrscheinlich, vermute ich mal. Die feinen Herrschaften und die Verwandlung Mutanten. Ihr ganzes Geld hat ihnen nichts gebracht. Ganzes Geld war nutzlos. Sie wurden alle von Wrackträger zu Wrackträgern. Und spendeten uns dann hinterher die Rüstung. War schon sehr krass. Ich mag es sehr gerne mit diesen Bildern hier. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Nettes? Dreimal Flintenlauf, finde ich gut. Einmal Flinten auf. Und noch was zum Lesen. Ein weiteres Artefakt. 2. Ja. Man ist nur sicher, wenn man in diesen Vorderraum kommt. Da ist die Keykarte von Virginia. Virginia Pafton. Sie steckte auch mit drin. Wie auch immer, aber sie steckte mit drin. Mach mal kurz die Grafik wieder ein bisschen besser, damit ich gucken kann, was da genau steht. Qualitätseinstellungen, individuell, Sichtweite. Oh. Was habe ich nochmal erhöht? Das unterste, glaube ich, ne? Texturauflösung, glaube ich, war es, ne? Das war es, glaube ich, schon, ne? Damit man die Computer besser lesen kann. So. Genau. Wild Story. Blank Quest. Survivor claims from a psychic company experimenting on mutated humans. Blank Quest Survivor. Aha. Guck mal, die Person da unten. Das ist doch der. Das ist Eric, ne? Das ist der Typ, den wir im ersten Teil gespielt haben. Der erschossen wurde. In der Sequenz. Der auf der Bahre lag. Weil wir wissen ja, scheinbar hat er überlebt, denn er ist ja mit weggeflogen später. Kann ich ja gerne sagen, weil ich habe ja hier auf dem Kanal schon in der Playlist schon einmal den Storyverlauf stehen. Ja, wir wieder zurück. Werden wir mal kurz die Einrichtung hier wieder
auf niedrig stellen. Nicht, dass man hier eine Ruckelei mehr hat als eh schon. Viertel und dann war es das, glaube ich, schon. So. Ja, mit der Keycard von Virginia können wir jetzt die Tür öffnen. Dann kommen wir in den Dining Room. Und da sind dann die Bosse. Die neuen. Bin gespannt, wie ich die dann hinkriegen werde. Äußerst gespannt. Hiermit wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, Virginia, die scheint auf jeden Fall eine Person zu sein, die zumindest auch Bescheid wusste über die Machenschaften ihres Vaters. Inwiefern sie mit da drin steckte und wie, das weiß man natürlich jetzt nicht. Sie kann ja nicht mehr reden. Kann man hier speichern? Kann ich hier einen Speicherplatz anlegen? Für den Fall, dass sie irgendwie. Ja, wunderbar. Geil. Cool. So, nicht aufhängen, bitte. Nicht aufhängen. Danke. Waffe wegpacken, sonst haben wir gleich wieder einen Schuss vergeigt. Wir kennen das ja schon. Okay, gut. Nochmal einmal kurz speichern. Machen wir kurz hier einen Speicherpunkt. Einen neuen. Aber sollten wir sterben, können wir direkt hier wieder ansetzen. Okay. Let's go. Let's go in. In den feinen Bereich. Da steht er schon, oder? Da steht er schon, glaube ich. War er das schon? Würde gerne eine Bombe so werfen, eine Granate. Leider kann man die nicht weiterwerfen. Schleich mich mal vorsichtig ran. Da entsteht noch einer. Scheiße, man kann nicht beide auf einen Schlag wegbringen. Ins Jenseits. Okay, zwei Stück haben wir hier. Okay, ich werfe und dann renne ich raus. Mehrere hier, oder? Da sind mehrere. Das sind normale Mutanten auch hier. Sind sie wach geworden. Oh, da stand auch noch einer. Da stand auch noch einer. Fuck it. Ach, wie kann ich die hier reinlocken? Die ertrinken ja gerne mal ein bisschen, ne? Die ertrinken ja gerne ein bisschen. Aber es ist nicht der Boss, das sind nur ganz normale Mutanten. Das sind nur ganz normale Mutanten. Waren nur die Füße leider. Immerhin kann man hier eine Menge Rüstung. Das waren nur ganz normale Mutanten. Der Boss kommt von hinten hoch, glaube ich. Wir können aber speichern, glaube ich. Dann können wir uns hier die Rüstung einsacken. Bevor die verschwindet und verschwendet. Holen wir sie uns mal kurz. Ich weiß nicht, wann die Bosse hier auftauchen. Aber gut ist, dass man hier wieder vielleicht zurück kann, notfalls. Vielleicht kann man sie auch ertränken lassen. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht gehen die ja vielleicht mit uns in den Flur. Ablegen, bitte. Ich wollte die Rüstung haben. Danke. Ich gehe jetzt nicht weiter, so weiter in diese Richtung, sonst kommt er gleich. Die musikalische Stimmung hier. Den haben wir schon, ne?
Haben wir, glaube ich, schon, ja. Krass, wenn die jetzt noch aufwachen würden. Oder er hier. Ich würde gerne speichern. Damit die Gegner schon weg sind, weißt du? Damit die schon mal erledigt sind. Können auch mal kurz die Rüstung schon mal anlegen. Weiß ja nie. So, wir tragen die tragende Rolle. So, volle Rüstung. Perfekt. Und nochmal speichern, weil es so schön war. Okay, jetzt der Boom. Probiere ich mal ganz kurz was. Kann ich die wieder abbauen? Genau. Warum es immer in den Boden kracht und dann platscht macht, das ist auch ein ziemlicher krasser Bug. Okay. Vielleicht kann man sie hier reinlocken. Und dann ertrinken sie vielleicht. Vielleicht klappt das. Ich finde, das Soundtrack ist so cool. Die Musik ist super. Ah, guck mal hier. Für Virginia ein neues Kleid. Da kommen sie. Da kommen sie. Das Ehepaar Paften. Hätte vielleicht eine Bombe gereicht, oder? Lass mich raten, die bleiben nur da. Die bleiben nur in dem Bereich. Oder? Das wäre so krass. Das wäre so krass. Oh, hey Lady! Netter Arsch! Scheiße! Wo sie hin? Hallo? Ist sie jetzt tot? Da ist sie wieder, da ist sie wieder. Bisschen Bug-Using, oder? Ein bisschen Bug-Using. Auf jeden Fall kann die auch wieder aus dem Wasser raus. Okay, die kann man nicht ertränken. Von hier aus kann man sie ganz gut hinkriegen. Sehr schön, Leute, sehr schön. Also auf jeden Fall sind sie mutiger als die anderen Mutanten. Da ist noch ein bisschen menschlich drin. Da ist noch ein bisschen Menschlichkeit drin. Ich würde ganz gerne mal eine Bombe probieren. Ich würde ganz gerne mal eine Bombe probieren. Okay, das war ja, das war unser Chef. Er pafft denn. Wir schlitzen mal unseren Herrn Chef auf. Also von hier aus kann man die gut erledigen. Nice. Wo ist Lady? Wo ist Barbara? Barbara! Barbara! Babsi! Ernsthaft, wo ist Babsi? Hab ich die miterledigt? Oder ist sie von der Wucht weggeschleudert? Schön angestrahlt, ne? Der Ort, wo wir hier rauskommen. Ich glaube, ich habe sie miterledigt. Ich glaube, ich habe sie miterledigt. Da hinten liegt sie. Da liegt sie. Ah. Die Wucht hat sie mit. Ma'am. Entschuldigung, Sie haben da was. Entschuldigung, Sie haben da was. Okay, das ist dann doch unsere Chefin.
Barbara. Ob Virginia auch irgendwann so wird? Ich meine, sie hat das schon. Ich meine, gut, die haben hier keine drei Arme und drei Beine, ne? Er schwimmt nur im Wasser rum. Kann ich den mal wieder rausschieben? Aber es ist eine gute Idee hier, hier zu bleiben. Hier kann man die ganz gut erledigen. Vor allem kann ich mir vorstellen, im Schwierigkeitsgrad schwer würde dieser Ort hier wunderbar sein, die auszuschalten. So, das war's. Ja. Das war's. Gut. Und sonst so? Und sonst so? Da liegen so unsere Chefs. Einen nehmen wir mal ganz kurz. So. Als Erinnerung. So. Wir gehen gleich zum Tisch. Und nochmal ganz kurz. Wir haben noch. Wo ist eigentlich die Anlage? Mit der grauenhaften Musik. Da. So. Machen wir aus die Musik. Hier hätte eigentlich andere Musik gepasst. Bisschen Klassik oder so. Ah ja. Ah, weißt du was? Was soll der Geiz? Gönnen wir uns die mal. Brauchen wir zwar nicht, aber gönnen wir uns die mal als Belohnung. So, sind wir auch voll, glaube ich, ne? Auch komplett voll. Na komm, kann man sie auffuttern. Die feinen Herrschaften. Feine Speckwürfel und Hirnwürfel haben sie gefuttert. So, der Chefplatz sozusagen. Edward Puffton, unser Herr Chef. Wir haben ihn gefunden. Und seine Gattin. Babsi. Haben wir auch gefunden. Mission abgeschlossen. Virginia Puffton. Erstmal ihr Essen futtern. Das Stück kann man nicht mitnehmen, komischerweise. Okay, auf jeden Fall sind sie mit zum Mutanten geworden. Hat sich unser Chef woanders vorgestellt. Das hat sich unser Chef woanders vorgestellt. Haben wir hier. Hank. Und den haben wir auch schon gelesen. Und steht da? Gordon, ne? Von dem haben wir auch schon gelesen. Die feinen Herrschaften und Oberangestellten haben hier zusammengespeist. Aber hat denen nichts gebracht. Sie sind alle zu Mutanten mutiert. Und qualvoll verändert. Und mittlerweile sind ja auch wieder despawn für den nächsten Fall. Für den nächsten Gegner respawn. Direkt verschwunden. So, und wir machen uns auf und verlassen diesen müden Ort. Und können in der nächsten Folge wieder weiterbauen. Jetzt haben wir noch diesen Ort hier auch noch geschafft. Jetzt haben wir nur noch den Endbunker. Den machen wir aber erst viel später. Worum, wie rum? Kann ich auf beide Wege gehen, ne? Nehmen wir den Weg hier. Letztes Mal bin ich da hinten lang. Aber man kann, glaube ich, auch hier lang. Genau. Machen wir hier lang. Beide Wege führen raus. Und ich habe die noch miteinander verbunden, glaube ich. Ach, so cool gemacht, ne? Ist so mega cool gemacht. So mega cool gemacht. Und wie die das gebaut haben. Man soll einfach nicht fragen. Man soll nicht fragen, wie Spiele, ja, wie die Spielfirmen das alles gebaut haben. Man soll es nicht tun. Damit kommt man, ja, dann bringt man die nur in die Pedulie. Ich sag nur eins, Resident Evil Umbrella, ne? Ach, guck an, da ist noch ein Freund. Moin! Ah, aber hier ist die Lampe ganz gut, ne?
Hier ist die Lampe ganz gut. Hier ist die Lampe ganz gut. Alter! Wie gemein, dass hier noch so viele... Meine Waffe! Wo ist meine Waffe? Ich schwimme gerade. Ach so. Ich schwimme gerade. Ich habe gerade gedacht, wo ist meine Waffe? Super. Wo sind die jetzt hingespawnt? In die Wand rein, weil ich die Haut nicht abreißen soll. Ach, da liegen sie gerade. Ich wollte gerade sagen. Die Haut will ich mitnehmen. Die Haut hätte ich gerne. Wenn man hier schon kostenlose Mutanten bekommt. Also kostenlos ist gut. Wir haben da eine Kugel für geopfert. So, Messersymbol. So schnell werden wir jetzt hier keine Höhle mehr besuchen. Wir werden noch ein paar Mutanten besuchen. Also, sie werden uns besuchen. Dadurch werden wir vielleicht auch einige Rüstungsteile nochmal bekommen. Aber die Höhlen haben wir jetzt besucht. Die Bunker haben wir besucht. Also, da. Die müssen wir jetzt nicht mehr durchqueren. Wir haben alle Schätze geholt. Jetzt können wir uns komplett dem Hausbau widmen. Es sei denn, mit dem neuen Update am Donnerstag kommt irgendwas Neues. Man weiß ja nie. So, ja, hier kommt gleich der Bereich, wo man runterspringen kann, damit man ja nicht von, dass man vorher schon hier hochkommt, weißt du? Haben die hier so einen Bereich gemacht, wo man dann sich hochschießen muss mit dem Seilgewehr. Damit würde es theoretisch funktionieren. Aber, ja, wer will das schon? So, wir verlassen diesen Ort. Ja, hier kann man mit dem Seilgewehr kann man sich hochschießen, theoretisch, das ginge. Ja, das wäre ein Mutant, Alter. Ist vielleicht auch einer, der noch lebendig wird. Aber die Taschenlampe ist doch cool in so einem dunklen Raum hier. Da ist sie schon doch ganz gut angebracht. Oh, wie gemein. Am Ausgang, weißt du? Aber ein Schuss reicht zum Glück. Natürlich gibt es ja auch noch Babys. Natürlich gibt es ja auch noch Babys. Am Ausgang gibt es immer Babys. Am Ausgang gibt es immer Babys. Am Ausgang gibt es immer Babys. Und Rüstungen. Kann man gut gebrauchen. Kann man gut gebrauchen. Nur was machen wir aus dem zweiten Rüstungsständer. Weil die Mutantenrüstung sieht schon cool aus, wenn man sie so vom Weiten sieht. Die schreien auch so wie Babys. Was ist die Atmosphäre? Ist so krass in den Höhlen, Alter. So unglaublich krass. So richtig cool gemacht. Es macht total Spaß, durch die Höhlen zu gehen. Wenn nicht so viele Gegner hier sind, heißt das. Wenn man hier gut durchkommt. So, dann ist der Ausgang oder da ist irgendwas anderes. Ist das Special aus da hinten gerade von Weitem. Wir sind jetzt gerade andersrum geschwommen. Wäre krass, wenn man jetzt hier woanders hinkommen würde. Aber nein, das ist nur der Ausgang. War da noch ein Baby? Na, lassen wir es. Wir gehen raus hier. Komm. Komm, haben wir es gemacht. Ah! Was denn? Empfangskomitee. Wie schön. Empfangskomitee. Wo sind wir gerade? Also mit. Achso, nur durchladen. Ah, theoretisch könnte man hier theoretisch auch durchgehen, vorher schon, ohne die Keykarte. Und dann, wenn man sich jetzt dann doch schon mal das... Warte mal, geht das überhaupt? Seilgewehr, kann man sich doch vorher holen, das geht. Theoretisch könnte man hier dann reingehen und sich versuchen, da hochzuholen. Aber man kommt, glaube ich, nicht mehr zurück in den Dining Room. Man kann vielleicht durch den schwimmenden Chef überrascht werden, ne? Die durch das Loch der Scheibe durchspringen.
Aber man kommt nicht in den Dining Room, glaube ich. Das geht, glaube ich, nicht. Man kann nicht hochspringen. Gut. War das noch der letzte Bereich, den wir noch machen mussten? Der Bossgegner oder unsere Bossgegner. Wir haben die. Ja, wir haben es. Die Mission abgeschlossen. Wir wissen jetzt, was mit den beiden. Ja, gut, wir wissen nicht genau, was mit den beiden passiert ist, aber wir wissen, dass die beiden jetzt tot sind. Das ist eigentlich das Wichtigste. Sie leben nicht mehr. Sie respawnen vielleicht irgendwann nochmal, aber. Wir sollten, das war ja eine Rettungsmission. Und ja, wir haben die beiden gefunden. Jetzt haben wir unsere Mission beendet und starten unsere persönliche Mission weiter, indem wir hier die Insel bevölkern. So, Waffe stecken wir mal weg. Gehen wir zurück zur Hütte. Dann können wir uns in der nächsten Folge wieder um das Haus kümmern. Um den Hausbau kümmern. So, jetzt habe ich es. Da habe ich noch ein Haussymbol da hinten. Warum habe ich da ein Haussymbol? Da war der Golfplatz, ne? Da habe ich ein Haus gebaut. Also da habe ich ein Zelt gebaut. Weiß ich gar nicht. Ah, das war da, wo. Das war nicht der Golfplatz, der war da hinten. Der war dort, glaube ich. Das war da, wo man die Schrotflinte kriegen konnte. Ich erinnere mich. Da könnte man jetzt theoretisch auch so einen GPS-Stab hinsetzen. Um jederzeit zu sehen, wo man hin muss, wenn man so eine weitere Schrotflinte haben möchte. Aber ich habe da einfach ein Haussymbol hingesetzt. Das passt auch. So, let's go. Home sweet home. Bauen wir unser Haus auf Pfahl weiter. Und danach haben wir ja noch einen Standort habe ich ja noch. Da am See, da auf dem Stein. Da würde ich auch gerne ein bisschen was bauen. Also wir sind noch eine Zeit lang hier. Wir haben unsere Mission erfüllt. Wir haben die Puffins komplett gefunden. Wir werden wahrscheinlich nie ganz alles aufklären können. Vor allem wissen wir nicht genau, was Virginia noch weiß und inwieweit Virginia darin verstrickt war. Sie hat eine eigene Keykarte, ne? Das, ja. Ja. Da sage ich jetzt nichts zu. Das kann alles bedeuten. Sie kann mittendrin im Werk mit dabei gewesen sein. Oder der Vater hat ihr nicht alles gesagt und hat sie einfach nur in die Human Resource Gebiet Kategorie mit eingefügt, ohne ihr genaues Ziel zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber sie ist ja eigentlich eine gute, eine liebe, nette. Sie hilft uns ja. Braucht ein bisschen Vertrauen, ne? Kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie böse ist oder so, oder böse war. Der Alte war einfach, ja, der wollte einfach Macht, der wollte aus der Parallelwelt schauen, ob man da irgendwelche Waffen oder irgendwas in diese Welt bekommen kann. Irgendwas, wo man hier mit Geld mitmachen kann. Und dadurch hat er dann auch halt diese Insel hier als für Reiche geschaffen, als Erholungsgebiet, sich das gut bezahlen lassen. Das Ganze dann mit dem Geld dann die unterirdischen Bunker gebaut. Und dann irgendwie geguckt, dass er das Geheimnis des Artefakts ausschlachten kann. Ja, und die haben wir ja auch noch hier, ne? Mal sehen, ob da noch irgendwelche Stories kommen. Die große Höhle ist quasi die Höhle dieser Gläubigen hier, ne? Das sind sehr viele gläubige Typen. Auch Tor. Und vor allem die da, diejenigen, die diese Anzüge anhatten. Diese Raumfahrtsanzüge, da habe ich auch noch ganz hin und her gerissen, was das für Typen sind. Sind das ganz normale Menschen, die einfach aus Sicherheitsgründen sich vor den Mutanten so geschützt haben? Oder sind das vielleicht welche aus der Parallelwelt vielleicht, die vielleicht nicht atmen können und einfach aus Sicherheitsgründen so einen Anzug trugen? Das macht bis jetzt noch keinen richtigen Sinn, warum da welche liegen mit Anzug tot. Also tot, ne? Guck mal hier, Kelby war fleißig. In unserer Abwesenheit. Alles gefüllt. Junge, Junge, das funktioniert ganz gut. Ja, hallo. Hey, Fräulein, ich hatte was für dich. Erinnerst du dich noch an irgendwas hier, weil ich dir vielleicht hier gerade mal für die Augen. Gästeschlüsselkarte? VIP-Schlüsselkarte? Wartung, das ist die hier, ne? VIP-Schlüsselkarte. Virginia Pafton.
Erst einmal, du folgst mir mal bitte. Du folgst mir. Du hast jetzt genug gearbeitet. Virginia, guck mal. Ich hab dein Foto. Guck mal. Gucke mal hier. Hier, schau mal. Erinnerst du dich? Das bist du, ja? Das bist du. Und ich wünschte, du würdest mir was sagen können dazu. Ja, ich will auch so gucken. War scheinbar ist genauso überrascht. Naja, wir fahren wieder zurück. Dann können wir jetzt ab sofort wieder weitermachen an unserem Häuslein. Den Boden setzen wir dann. Dann setzen wir dann die Baumstämme oben dran. Und dann kommt noch eine weitere Etage fürs Dach. So ein Spitzdach würde ich ja gerne hinsetzen. Mal probieren. Ich habe da so einige Sachen bei YouTube gesehen. Das will ich mal probieren, ob ich das auch hinkriege. Und ganz am Ende mache ich dann noch die Stromfrage. Mein Gott. Übrigens, das mit dem Kofferradio hat nicht funktioniert. Der ist wieder despawned. Leider kann man sich das Kofferradio nicht von hier nach hier schubsen. Schade. Naja, so. Eine Mutantenhaut. Wir könnten eigentlich haben. Wie viel haben wir denn mittlerweile noch? 7. Wenn ich die noch hier nehme, dann habe ich 9. Ich glaube sogar, ich habe immer 10 gezählt, die man braucht. Ich glaube, wir brauchen nur 8. Mal kurz gucken, wo kann man die am besten mal hinstellen? Hier so, ne? Einsetzen wir uns hier noch hin. Einsetzt, weil sie so schön sind, ne? Oder? Haben wir hier einen anderen Ort? Oder hier? Oder vielleicht hier? Hier vielleicht, ne? Da vorne können wir auch vielleicht unsere Veranda zum Ausruhen bauen. Mit Knochenstuhl und Stuhlen und Tisch. Wo wir dann abends dann entspannen können. Immer einer zu wenig. Ach. Warte. Ach, die Herrschaften sind auch wieder da. Aber da ihr euch eure Füße nicht waschen wollt, ist das da meine sichere Burg. Haha. Da ihr mit schmutzigen Füßen rumlaufen wollt, bin ich da immer sicher. Es sei denn, es kommt ein Update, wo die dann plötzlich dahin kommen, sich ins Wasser trauen. Ob das irgendwann kommt, mal sehen. So, das mache ich nach dem Kurs, dann mache ich mal einen Folgenbreak. Ob ich dann die nächste Baufolge mit Kommentar mache? Ich denke mal schon, ne? Machen wir eine Folge mit Kommentar. Wenn wir dann was Längeres bauen wollen, längere Folgen machen wollen, mache ich wieder Musik an. So, wir machen uns noch einmal eine Mutantenrüstung. Ah, braucht doch 10. Eine braucht er noch. Eine braucht er scheinbar noch. Ja, eine braucht er noch. Oh, sieht so krass aus, ne? Sieht so krass aus. Okay, eine müssen wir uns noch holen. Habe ich noch Knochen? Kann ich mir noch eine Knochenrüstung bauen, um mir noch mal eine freizugeben? 1, 2, 3, 4. Zack. Zack. Und schon haben wir eine Mutantenrüstung wieder freigelegt. Damit diese jetzt sofort anziehen werden. Zack. Sollten wir jetzt hier wieder eine liegen haben. Genau, wunderbar. Und schon können wir die hier. So. Und zack. Wunderbar. Geil. Mega. Cool. Passt ganz gut hier hin. Passt ganz gut hier hin. Hier vielleicht nochmal so ein Knochentyp, ne? Aber es reicht erstmal, ne? Aber wir verfilmen uns ja nicht mal so einsam, wenn wir hier so ein paar Kollegen stehen haben. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. So, also das mit dem Draht müssen wir später gucken. Ich möchte auf jeden Fall die beiden kleinen Bereiche hier, möchte ich für Virginia und für Calvin als Schlafplatz machen. So, der Kochbereich ist ein bisschen eng, ne? Durch die Treppe. Können vielleicht hier so zwischen, hier vielleicht noch eine Kochstelle machen.
So, hier kann man ein bisschen, hier muss man ein bisschen was abstützen, um die mittleren Dinger hier. Der müsste weg. Das müsste funktionieren. Wenn ich den hier stütze, könnte ich den weghauen. Vielleicht auch nicht den. Ja, ich baue ja hier so eh noch voll. Wenn ich die hier noch voll baue, dann könnte ich wahrscheinlich. Ja, der könnte auch irgendwann wegkommen, wenn ich jetzt noch einen weiteren stützen werde. Ah, da kümmern wir uns dann später drum. Ja, das war's, haben wir eine Folge. Wir waren im Dining Room, haben die beiden Bosse besiegt, unsere Chefs sozusagen, Herr und Frau. Und nun geht's weiter hier mit unserer Bude. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte in meinen Kommentaren schreiben, wie ihr es fandet. Mit Lob, Kritik, Anregungen und Tipps und Tricks. Gerne mal weiterschreiben, wenn ihr weitere Ideen habt. Und einen Daumen nach oben lassen, wenn es gefallen hat. Und ein Abo mit Glocke, um jederzeit über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen. Ich würde auch gerne mal diverse Spieletipps in die Kommentare schreiben, weil ich mal so spielen oder antesten soll. Einfach mal reinschreiben. Und ja, dann sage ich jetzt bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge wird weiter gebaut hier an unserem schönen Pfahlhaus. Ach, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt können wir frisch und frei einfach weiterbauen, ohne dass wir jetzt hier noch irgendwo hin müssen, außer natürlich zum Endbunker. Alles andere haben wir. Mal sehen, was mit dem Update noch so kommt. An Neuigkeiten, an neuen Bunkern vielleicht oder an neuen Höhlen, man weiß es ja nicht. Oder an neuen Boss. Man weiß nicht, was die Entwickler noch so alles reinfügen werden. Ich habe gehört, das ganze Spiel soll wohl ungefähr 600 Monate dauern, von was sie so alles geplant haben. Ob die es so hinkriegen werden, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr gutes Spiel. Für mich ist das Spiel jetzt schon Spiel des Jahres 2023. Gar keine Frage. Allein von den Typen, von den ganzen YouTubern, alle Welt spielt das Spiel gerade. Ich wollte es gerade ablegen. Sorry, ich muss das mal irgendwas ablegen. So, wunderbar. Ja, dann mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ab dem nächsten Mal wieder Baufolge. Also mal gut. Bis dann. Ciao, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.